Israel umzingelt Gaza und hält es unter Belagerung. Dutzende von Hamas-Terroristen wurden nach Angaben der IDF in anhaltenden Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet. Truppen der Golani-Infanteriebrigade kämpften gegen Hamas-Terroristen, die Raketenbomben und andere Sprengsätze auf IDF-Kämpfer abfeuerten, berichtet die Times of Israel. Die Golani-Truppen schlugen mit Hilfe von Luftunterstützung und Raketenangriffen der Marine zurück und bei der Einstellung der Kämpfe wurden Dutzende von Terroristen getötet, so das israelische Militär.